In der heutigen News-Folge geht es um umgekehrte Startaufstellung bei zwei aufeinanderfolgenden Rennen, Europakalender für 2020 vorgestellt, Vertragsverlängerung für Monza. Freitag gab es zwischen der FIA, Liberty Media und den Teams ein Online-Meeting, um die wichtigen Regeländerungen für 2021 und 2022 zu genehmigen. Dort kam der Vorschlag in Bezug auf das Format bei Doubleheadern. Das Starterfeld des Samstagsprintrennen von 30 Minuten wäre in der umgekehrten WM-Tabelle. Diesen Vorschlag gab es bereits 2019, aber die Teams stimmten dagegen. Da Österreich und Großbritannien als Doubleheader gefahren werden, kam erneut diese Idee. In dieser Woche werden die Teams darüber abstimmen, bevor die FIA diesen Vorschlag absegnet. Allerdings braucht man für diesen Vorschlag eine Einstimmigkeit aller Teams und zwei Teams, nämlich Mercedes und Racing Point, haben bereits bekannt gegeben, dass sie gegen diesen Vorschlag sind. Ferrari soll Befürworter dieser Idee sein, alle anderen Teams brauchen noch Zeit zum Nachdenken. Diese Regeländerung würde aber nur die Doubleheader betreffen, also Österreich und Großbritannien. Die drei Trainingseinheiten würden wie gehabt dabei sein. Für 2022 wollte der Regelhüter etwas Neues ausprobieren, hat aber nur einen Testlauf und solange keine Einstimmigkeit erzielt wird, bleibt alles so wie jetzt auch. Für die Corona-Zeit hat die FIA eine 60%-Regel eingeführt, um große Regeländerungen auch ohne Einstimmigkeit durchzuboxen, aber da dieser Vorschlag nicht dringend ist, muss die Einstimmigkeit her. Da die Top-Teams 2021 weniger testen dürfen, ist es eher unwahrscheinlich, dass eine weitere Schwierigkeit für sie dazukommt. Am Mittwoch findet ein weiteres Treffen der sportlichen Arbeitsgruppe statt und von daher soll es bis dahin erledigt sein. Gestern wurde der Europakalender sowohl für die Formel 1 als auch für die Formel 2 und auch die Formel 3 bekannt gegeben. Der Fahrplan sieht wie folgt aus. Die Gerüchte haben es ja schon wochenlang gezeigt und ja, der Saisonauftakt findet am 5. Juli mit dem Österreich Grand Prix statt. Eine Woche später wird wieder am Red Bull Ring gefahren, doch es ist nicht wieder der große Preis von Österreich, sondern der Steiermark Grand Prix. So etwas ist neu in der Formel 1. Wenn die Formel 1 Österreich verlässt, findet am 19. Juli der große Preis von Ungarn am Hungaroring statt, bevor die Motoren dann eine Woche ruhen werden. Am 2. und 9. August folgt in Großbritannien ein weiterer Doubleheader. Erst wird der große Preis von Großbritannien gefahren, bevor dann eine Woche später der 70 Jahre Jubiläums Grand Prix stattfindet, weil ja vor 70 Jahren in Silverstone das allererste Formel 1 Rennen stattfand. Von der Insel geht es dann auf Richtung Spanien, wo 2020 womöglich das letzte Mal in Barcelona gefahren wird. Anschließend folgt eine weitere einwöchige Pause, bevor es anschließend zum Belgien Grand Prix nach Spa und nach Monza zum Italien Grand Prix geht. Deutschland wird leider nicht dabei sein. Was haltet ihr vom Europakalender? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Der Autodromo di Monza hat bestätigt, dass der Vertrag mit der Formel 1 als Gastgeber des Italien Grand Prix um ein Jahr bis 2025 verlängert wurde. Letztes Jahr kam die Vertragsverlängerung bis einschließlich 2024. Der diesjährige Italien Grand Prix wird am 6. September als Geisterrennen ausgerichtet. Kommen wir zu Mikes Meinung. Was die umgekehrte Startaufstellung angeht, würde ich sagen, kann man das als einmaligen Test mal machen, aber nicht dauerhaft. Der Europakalender sieht gut aus. 8 Rennen in 10 Wochen ist natürlich ein Programm und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Übrigens haben Brasilien und Mexiko bekannt gegeben, dass sie ihr Grand Prix-Datum nicht nur behalten werden, sondern auch Zuschauer an die Rennstrecken lassen. Freut mich auch für Monza, dass sie ein Jahr länger in der Formel 1 bleiben, denn ich kann diesen Kurs sehr gut leiden. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Lasse Zierfuß. Er schreibt: Wenn Williams aus der Formel 1 fliegt, werde ich nicht trauern. Williams hat zwei Rotzfahrer und sie sind immer P20, P19. Du bist also der Meinung, dass George Russell und Robert Kubica Rotzfahrer sind? Echt jetzt? George Russell ist 2018 Formel 2 Champion geworden und ein Jahr später aufgestiegen und Robert Kubica hat viel Erfahrung in all den Formel 1 Jahren gesammelt. Es liegt einzig und allein am Williams-Auto und nicht an den Fahrern. Hast du schon mal etwas von dem Begriff Fahrzeugentwicklung gehört? Offensichtlich nicht, sonst würdest du nicht so einen völlig unnötigen Kommentar schreiben. Nächstes Mal ein bisschen mehr nachdenken, bevor man so etwas schreibt. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.